Ich würde mal sagen, ja, der Chris, der tanzt noch ein bisschen ab. Nice. Ja, vielleicht könnten wir mit dem Philipp und mit dem Spirit ein bisschen ausreiten. Das wäre doch cool. Hand beschnüffeln lassen. Hier, schnüffel mal meine Hand. Riecht super, ne? Möchtest du etwas über die neuen Optionen erfahren, mit denen du verschiedene Aspekte der Jahreszeiten und des Wetters steuern kannst? Ja, können wir mal kurz reinschauen? Ach so, das sind die Optionen. Ja, okay, das weiß ich ja. Habe ich extra eingestellt. Das heißt, in 14 Tagen ist Herbst. Das heißt, immer so 2 Wochen ist eine Jahreszeit in der Spielzeit. Und wir haben momentan 29 Grad. Also kannst du eh sagen 30. What the fuck? Ach ja, und die Bäume, wie gesagt, die verbrennen hier irgendwie oder so, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. So heiß ist es schon. Und ja, wir werden jetzt einmal mit dem Philipp ein bisschen. Ja, Philipp wird ein bisschen mit Spirit ausreiten. Pflege. Hufe auskratzen, Namen ändern. Ja, können wir ein bisschen bürsten zuerst, ein bisschen Hufe auskratzen. Sattel bearbeiten, satteln. Verstärkende Maßnahmen, loben für Gehorsam sein, ja. Zuneigung, Halskraulen, reden mit, Leckerchen geben. Reden mit, dann ein bisschen Leckerchen geben. Aufsitzen, Pferd führen. Ja, dann würde ich mal sagen, dann zum Schluss aufsitzen. Das volle Programm hier. Oh. So. Du riechst sehr gut, Philipp. Ooh, a Ich weiß, ich weiß. Deswegen pflege ich dich jetzt auch ein bisschen, damit du nicht so stinkst, ne? Müssen wir ja ein bisschen schauen, dass du fancy. relativ gut, ja, sagen wir mal, sauber bist. Zum ersten Mal gebürstet. Es hat eine Weile gedauert, bis all die struppigen Stellen beseitigt waren, aber allein für den glücklichen Gesichtsausdruck von Spirit hat es sich schon gelohnt. Und er hat zum ersten Mal die Hufe ausgekratzt bekommen. Cool. Wer mag keine Blumen, hä? Wer mag keine Blumen? Ja, du! Sven, bekommst du jetzt eine Karotte? Ja, braver Spirit. So, jetzt werde ich mal kurz mal auf dich raufsitzen. Huch, Alter. Mal schauen, wie das funktioniert. Oh, scheiße. Ich setze zum ersten Mal. Ja, hopsala. Das war falsch rum. Okay, cool. Und jetzt können wir ein bisschen ausreiten, oder wie? Pferd freien Lauf lassen. Ausreiten. Dein Sim hat begonnen, eine Fähigkeit zu verbessern. Interessant. Neue Fähigkeiten erlernen. Sims können Fähigkeiten erlernen, indem sie Kurse in der Stadt belegen gegen Gebühr, Fähigkeitenbücher des ersten Levels aus der Buchhandlung lesen oder bestimmte Interaktionen ausführen. Zudem werden neue Fähigkeiten freigeschaltet, wenn du malst, angelst und Samen pflanzt. Welche Samen? Verbessert ein Sim eine Fähigkeit, wird eine blaue Fähigkeitenleiste eingeblendet. Bei bestimmten Aufgaben erscheint eine grüne Leiste, die deinen Fortschritt für das aktuelle Ziel anzeigt. Fähigkeiten sind eine gute Methode, einen Sim zu beschäftigen und ihm neue Dinge beizubringen. Für viele Karrieren werden bestimmte Fähigkeiten gebraucht und diese können deinen Sim zu Beförderungen verhelfen. Jede Fähigkeit kann bis zu Level 10 ausgebaut werden. Auf deinen Sim wartet also ein ganzes Leben voller neuer Erfahrungen. Gut zu wissen. Alter. Wie unsicher er dabei reinschaut. So witzig. Entschuldigung, aber ich muss das kurz als Thumbnail für die Folge nehmen. Das sieht echt lustig aus. Alter, ich bin voll unsicher wegen dem Reiten. Das wird noch echt heiter werden. So, ich möchte den gerne mal folgen. Die Frage ist, wohin wird uns führen? Wohin wird uns Spirit führen? Naja, die reiten ein bisschen aus. Und Chris tanzt immer noch ab. Bam, ja, Alter, yeah. Hip-Hop ist einfach der geilste Musikgenre überhaupt, ey. Ich
dance full up. Yup, 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 yup. Show joke, they're ballin' in the atmosphere. Playing towers on the main things, not a fear. So, er kann einmal die Zeitung recyceln. Wettervorhersage, aha. Na, recyceln. Und er denkt nur an Musik. Ach ja, das hier haben wir auch noch, ne? Ganz ehrlich, ich bin dafür, dass wir das hier auch hier rein tun, weil das ist für Universität und das ist für die Zukunft. Also, ne, von den Erweiterungen, das werden wir aber alles erst später machen. Später. So, er geht aufs Klo. Sehr spannend. Natürlich mit Pixel, ne? Ey, das ist doch schrecklich. Ich wechsle wenigstens das Lied. Ja, schon besser. Aber was haltet ihr echt von dieser Skulptur? Ich finde sie echt voll nice. Die Mondphase vermag es den inneren... Sag mal, willst du mich verarschen? Dann schalt doch wenigstens das Radio aus. Die Mondphase vermag es, den inneren Mondsüchtigen an die Oberfläche zu holen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Bitte gerne. Der Mondzyklus. Wenn du irgendwelche gruseligen Ereignisse in der Stadt beobachtest, könnte das am Vollmond liegen. Werwölfe, Zombies und Geister trifft man bei Vollmond häufiger an. Zudem hat der Vollmond eine Reihe weiterer ungewöhnlicher Auswirkungen auf die Stadt und die verschiedenen übernatürlichen Wesen. Die ich übrigens ausgeschaltet habe, wie gesagt. Mit einem Blick auf das Mond-Icon weißt du immer über die aktuelle Mondphase Bescheid. Also hier, ne? Jetzt haben wir momentan, glaube ich, einen Neumond. Wenn du mit der Maus über das Mond-Icon fährst, werden die aktuelle Mondphase sowie die verbleibenden Tage bis zum nächsten Vollmond angezeigt. Du kannst den Mondzyklus in deiner Stadt lenken. Standardmäßig durchläuft der Mond die verschiedenen Phasen des Mondzyklus. Im Optionenmenü kannst du die Frequenz dieser Phasen festlegen oder stets dieselbe Phase beibehalten. Ach so, Pause. Ja, ist auch cool. Guckt da gerade ein Horrorfilm? Tatsache. Hey! Schalt doch nicht gleich da den Fernseher ab, wenn ich schaue. Mann, Alter, ist ja... Ängstlich. Wieso denn ängstlich? Angsthasen haben vor... Ach so, ja, freilich, weil er ein Feigling ist. haben vor fast allem Angst, geraten aber erst in Panik, wenn ihr Leben noch einmal an ihnen vorüberzieht, wegen Fernseher. Er hat Angst vor dem Horrorfilm, das gibt's doch nicht. Was macht er denn jetzt? Den kenne ich doch gar nicht. Was macht er denn da? Irgendein Freund was schicken? Okay, alles klar. Das Smartphone ist das Handwerkszeug, mit dem du deine sozialen Kontakte pflegst und der Welt verkündest, was du denkst. Ja, später. So, er ist hungrig. Und was will er sich machen? Was? Gefrorenes Hirn à la Mode? What the fuck? Chris, du machst mir irgendwie Angst. Mach doch kein gefrorenes Hirn. Wer hat schon bitte ein gefrorenes Hirn im Kühlschrank? Das ist ja unheimlich. Was haben wir denn alles da drin? Dreimal Tofu, dreimal Ei, dreimal Käse, dreimal Würstchen und dreimal Kopfsalat. Abendessen essen. Sollen wir für den Philipp auch gleich mitkochen? Ich glaube schon, oder? Hat der auch Hunger? Ja, komm. Da kochen wir einfach mal mit ihm mit. Das heißt, Abendessen servieren. Was machen wir denn einmal? Makaroni mit Käse gibt's zur Auswahl. Herbstsalat, Hotdogs oder Tofu-Hotdog? Ich würde mal sagen, natürlich Hotdogs. Mach mal leckere Hotdogs. So, jetzt machen wir mal erst einmal leckere Hotdogs, ne? Ich mal jetzt einmal hier zur Theke. Und voll stylisch streiche ich hier mit dem Senf ein bisschen die Würstchen ein. Warum auch immer, denn normalerweise müsste man die Hotdogs ja erst zum Schluss, wenn sie fertig sind, Senf drüber. Glasieren oder wie sich das auch immer nennt. Ja, der hat irgendwie seine eigene Weise, wie er das macht. Hauptsache, er macht die Hotdogs gut. Ach, der Eiswagen ist da, wie cool. Philipp, wo ist der jetzt gerade? Ach, der reitet noch aus, aber kommt bereits eigentlich wieder zurück, okay. Schöne Gegend hier übrigens, ne? Und das Windrad, Alter, den sieht man ja von Weitem schon von unserem. Das sind die Nachbarn, wir könnten die besuchen, aber Quincy ist gerade im Park. Wer auch immer Quincy ist.
Lalalala, ja, weiß ich ja. Alter, der hätte uns überfahren können. What the fuck, was ist denn jetzt hier los? Alter, die Autos fahren hier vorbei mit, weiß ich nicht, 50, 60 km/h. Was ist denn hier los, Leute? Kann ich jetzt zum Beispiel sagen... grasen lassen. Nee, komm, reitet da mal wieder zurück hierher. Würde ich mal sagen, hier hinreiten. Und dann einfach mal absteigen. Bis dahin müsste er eigentlich fertig sein. Oh, er ist schon fertig. Und da liegen die Hot Dogs. Okay, alles klar. So, Chris. Ja, dann würde ich mal sagen, aufräumen. Macht das schon automatisch. Sehr gut. Ich hätte eigentlich auch einen Geschirrspüler eigentlich, also eine Spülmaschine, kaufen können. Aber ich habe mir gedacht, spar mal ein bisschen Geld, weil so viel Geld haben wir jetzt dann auch nicht. Und eine Spülmaschine ist nicht unbedingt, naja, billig, sagen wir mal so. Oh nein, jetzt hat es angefangen zu... Aber sie sind gerade nach Hause gekommen, cool. Es gerade regnet. Und die beiden haben ja Regenschirme. Ja genau, die habe ich ja... Dann habe ich ja Regenschirme gegeben. Sims müssen nach wie vor und auf ihre Grundbedürfnisse achten. Ja, das weiß ich doch. Sonst sterben sie. So. Alter, Spirit, das hat echt Spaß gemacht. Muss ich wirklich sagen. So, jetzt steige ich mal wieder ab. So. Ja, hopsala. Huch. Achso, ja. Wie, hahaha. Cool. Kann Spirit jetzt zum Beispiel selber entscheiden? Ach ja, er kann wirklich selber entscheiden. Eintreten. Dann würde ich einmal sagen, er trittet ein. Schade, dass da eigentlich kein Dach drüber ist. Kann man hier überhaupt ein Dach bauen? Das würde mich jetzt einmal gerne interessieren. Nee, wahrscheinlich nicht. Aha, okay, das geht leider nicht. Schade. Schade, schade. Naja, okay, der trittet einfach jetzt einmal hier ein und Philipp gönnt sich jetzt mal... Oh. So. Der gönnt sich jetzt hier mal eine... Hä? Wo sind die Hotdogs hin? Chris, was hast du mit den Hotdogs gemacht? Sind die vielleicht drin? Ach, Gott sei Dank, die sind drin. Okay. Reste essen, Hotdogs. Jetzt habe ich schon gedacht, die hat er weggeschmissen, Alter. Voll die Verschwendung. Und er guckt Fernsehen. Was guckt er denn? Und bitte schalt nicht wieder weg. Oh, eine Hochzeit. Ich gebe dir das Ja-Wort. Ach, ist das entzückend. Ach, wie schön. Hochzeitsfilm oder so. Ach, oh, die ist schon aus. Naja. Hey Chris, wie war dein Tag? Siehst du gerade Fernsehen, hä? Hey, auch noch mein Lieblingsessen hast du gemacht, dankeschön. Die hast du aber sehr gut gemacht, Chris, muss ich echt sagen. Mein Gott, und hast du vielleicht die hübsche Zähne? Ja, Alter, das muss ich echt sagen. Bargum! Jeep! Hä? Ach so, er ist müde. Ja, dann geh doch schlafen. Vorher aber noch Zähne putzen und dann ins Bett. Bettbesitzverhältnisse einstellen. Ach so, da können wir nachher noch selber entscheiden, welches Bett jetzt dann was ist. Ja, ich würde sagen, das ist für Chris, würde ich sagen, ne? Und das ist für... Philipp. Dann hat jetzt jeder sein eigenes Bett. Cool, dann weiß ich jetzt Bescheid. Und dann geht er, wie gesagt, hier schlafen. Was macht er jetzt noch? Streicheln? Nee, komm, das ist... draußen regnet es erstens einmal und zweitens, ja. Und du gehst auch einmal schlafen schon mal. Ach ja, beziehungsweise dann halt eben Zähne putzen, wenn er fertig ist. Kannst aber das hier noch betrachten und das Bild ein bisschen betrachten, ne, um ein bisschen Zeit zu schinden. Veronica freundschaftlich begrüßen. Ich habe keine Ahnung, wer Veronica ist. So, Philipp, jetzt kannst du in die Zähne putzen gehen und dann schlafen.
Ja, und dann würde ich sagen, eine Aufnahmepause werde ich jetzt eigentlich nicht machen, denn ich habe nämlich in den nächsten Tagen einen Kurs, den ich mache. Und ja, da werde ich höchstwahrscheinlich keine Zeit haben aufzunehmen, weil der immer jeden, also einen ganzen Tag geht. Das heißt, ich werde erst am Wochenende wieder Zeit haben aufzunehmen, deswegen mache ich jetzt schon für die nächsten Tage vor. Ach, und Chris hinterlässt natürlich Wäsche. Schmutzige Wäsche, war ja klar. Ach, wie cool, eine Pfütze und diese Details, Alter. Sieht ja cool aus. So, mal leise sein, ne? So, Chris schläft schon. Und ich hinterlasse ja auch einmal Wäsche und naja. Gute Nacht, Kevin. Uch. Gute Nacht, Philipp und Chris. Schlaft gut. So, ach ja, einen Wecker habe ich vergessen für die beiden zu kaufen. Beziehungsweise können wir das so machen. Ein Wecker für die beiden noch. Moment, falls die halt eben arbeiten gehen müssen, so wie da. Ne, Chris? Moderne Wecker. Einmal und zweimal. So. Einen Universitätsabschluss zu machen hat viele Vorteile. Ja, später bitte. Falls das öfters noch aufploppt, dann mache ich halt eben auf nie, weil sonst nervt das ein bisschen. So, Spirit, was ist mit dir? Schlaf auch ein bisschen, komm. Nickerchen machen. Cool. So, ja, dann würde ich mal sagen, schlafen alle mal. Dann müssen wir halt eben jetzt warten, bis der nächste Tag anbricht.